Was tun, das ist das Stichwort. Also, ich möchte sagen, dass ich nächstes Jahr auf der offenen Liste der MFPD auch kandidiere für die Bundestagswahl, weil dieses Ereignis nächstes Jahr wird, glaube ich, das politische Klima sehr stark prägen. Es ist eine ganz breite Ablehnung von diesen Koalitionsparteien. Und ich möchte dazu beitragen, dass hier eine sozialistische Alternative auch breiter bekannt wird hier in der Bundesrepublik. Kann ich auch sagen, der Felix wird auch kandidieren. Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich auch diesen Wahlkampf auch unterstützen. Und sehr zurzeit sammeln wir Unterstützungsunterschriften, damit wir überhaupt zugelassen werden zu der Wahl. Das schreibt hier das Wahlgesetz vor. Und alle, die das bereit sind, das zu unterstützen, auf der Landesliste oder die Direktwahlkandidaten, möchte ich bitten, hier auch eine Unterschrift dafür abzugeben, damit die sozialistische Alternative auch irgendwie breit bekannt machen kann. Dankeschön für eure vielen tollen Wünsche hier auf der Montagsdemonstration. Ich finde es ganz wichtig, dass wir unsere Wünsche formulieren, unsere Träume formulieren. Weil nur wenn wir Kraft haben zu träumen, werden wir auch den Mut haben zu kämpfen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir unsere Wünsche formulieren, dass wir sagen, was unsere Forderungen sind, dass wir aber auch uns bewusst sind, dass wir natürlich kämpfen müssen, um sie durchzusetzen und dass sie auch von jedem von uns eine Veränderung erfordern. Was ihr alles hier aufgelistet habt, Weltfrieden kämpfen, weg mit Hartz IV. Für den Sozialismus haben manche sich gewünscht. Manche haben gesagt, rettet die Umwelt vor der Profitgier. Das wird alles nicht von alleine geschehen und das wird sicherlich auch nicht am Tag der Bundestagswahl entschieden werden, sondern das ist unsere Überzeugung von der Montagsdemonstration, nur durch das Volk durchgekämpft werden, gegen die Regierenden, gegen die Herrschenden, auf Kosten der Profite. Und es erfordert auch, liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Montagsdemonstranten, dass wir Mut fassen, und sagen, wir müssen Schluss machen, dass wir immer nur im Fernseher zugucken oder dass wir sich fluchen und schimpfen, sondern dass wir sagen, wir nehmen es in die eigene Hand, wir organisieren uns in der Gewerkschaft, in den Studentengruppen, in politischen Parteien oder machen mit bei der Montagsdemonstration. Nur organisiert haben wir eine Chance. Das ist unsere Botschaft auch von der Montagsdemonstration, dass wir fördern, dass wir selbst aktiv werden. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen und wünsche uns eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, wir haben genau, die Ilona sorgt immer fürs Herz.